Mittlerweile muss man ziemlich erfinderisch und kreativ werden, wenn man Arbeits- und Fachkräfte von Berlin raus aufs Land locken will, dorthin, wo sie dringend gebraucht werden. Und manchmal muss man direkt dorthin, wo sich die Fachkräfte tummeln, in Berlin, auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Guben, eine Kleinstadt direkt an der polnischen Grenze, hat sich da was Besonderes ausgedacht, um Heimkehrer und Kleinstadtinteressierte für sich zu gewinnen. Hier also soll es passieren, Berliner von Guben überzeugen. 30 Plätze hat die Stadt Guben dafür in der Schlemmerhütte gebucht. 18 interessierte Berlinerinnen und Berliner haben sich angemeldet. Wir haben den Plan, Menschen zu überzeugen, in die Kleinstadt zu ziehen oder in die Kleinstadt zurückzukommen, also in das wunderbare Guben. Die ersten Plätze füllen sich allerdings mit Menschen, die schon in Guben wohnen, wie dem Gubener Bürgermeister. Auch Vertreter der Gubener Wohnungsgesellschaft und Arbeitgeber wie Bifi oder der Batteriehersteller Rocktec kommen in die Schlemmerhütte. Ich möchte alle begrüßen. Wir von der Willkommensagentur haben das ganze Ding organisiert. Natürlich mit dem Hintergrund, Sie als junge Familie zum Beispiel oder den jungen Mann zurück in die Heimat zu locken. Begrüßen darf ich Herrn Fred Maro, unseren Bürgermeister. Wir heißen Sie herzlich willkommen heute Abend hier und demnächst hoffentlich in Guben. Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Insgesamt sind 5 Berliner der Einladung gefolgt, davon 3 im arbeitsfähigen Alter. Ja, wir waren jetzt auch schon in diesem Sommer da in Guben, haben sozusagen dort mal Urlaub gemacht und einfach auch, also ich kenne es ja so ein bisschen, auch wenn das natürlich 35 Jahre macht ja schon auch was, auch mit der Stadt. Ja, mir hat das gefallen, also die Menschen waren aufgeschlossen und freundlich und sie hatten Zeit für ein Gespräch. Das ist uns besonders positiv aufgefallen im Vergleich jetzt zu Berlin. Haben Sie alle 5 Stimmen sozusagen bald zusammen? Ja. Ja. Der nächste Step ist quasi, wir sind jetzt gerade dabei, dort ein Haus zu erwerben. Und parallel dazu fangen wir natürlich auch schon an, ein bisschen stärker in die Vernetzung zu gehen. Das Thema Jobsuche steht da natürlich vor Ort auch an. Thomas Michaels hat Wirtschaft und Recht studiert. Goldstaub für Menschen wie Georg Klein, der solche Fachkräfte sucht. Georg Klein. Hallo, Thomas Michaels. Offene Stellen gibt es ab nächstem Jahr genug in Guben. Wir werden für unsere erste Ausbaustufe 76 Mitarbeiter fest einstellen und das Ganze wird sich dann sukzessive weiterentwickeln. Mehr als diese 5, die noch nicht in Guben wohnen, werden es heute aber nicht. Der Aufwand lohne sich trotzdem. Wir haben hier 3 potenzielle Leute, die nach Guben kommen. Eine junge Familie, auch 2 ältere Personen, die sagen, die wollen nach Guben ziehen. Also ja, es lohnt sich. Für jeden, der in unsere kleine Stadt möchte, sind wir gerne auch bereit, in die nächste Stadt zu fahren. Mindestens 800 neue Arbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren in Guben entstehen und vielleicht wurde zumindest einer davon durch die Aktion in der Schlemmerhütte besetzt.